Hi ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Folge hier im Matchmap-Projekt. Wir spielen gegen Team Helgoland mit Holger und noch ein paar mehr. Dann spielen wir gegen das Team Firm mit Speedy und noch ein paar mehr. Und wir haben noch einen Lohner am Start und bei mir ist der Fat Action und der Hans. Guten Tag. Moin. Hallo. Moin. Also in Helgoland Moin. Ist noch Uwe und Jim. Ja. Sehr gut. Und wer ist Lohner? Die Lohner sind zu zweit. Und wer ist denn Firm? Auch Firm? Der ja. Speedy und der Imre. Unser Lasser auch, ne? Genau. Ja. Sehr gut. Da haben wir sie doch alle. Und der Lohner natürlich mit Jenny und Daniel, ne? Ja, moin. Ja, moin, moin, all. Schön, dass ihr wieder reinschaltet. Wir in Norddeutschland haben jetzt laut Wetterberichtsvoraussage 16 Grad. Wieder kalt und müssen schon die lange Hose rausholen wahrscheinlich, ne? Was? Muss man schon die langen Hosen benutzen. Nee, Winterjacke ist wieder. Bei dir ist Winterjackenpflicht, aber stimmt. Wieder am Start. So eine Frostbeule? Aber ja, das ist furchtbar. Ich bin eher so ein Warmblüter-Typ. Ich brauch's warm. Warm Duscher. Aber dann Eis essen. Dann kommst du uns ja. Hier runter. Echt? Ja. So gleicht das, glaube ich, aus. Ich glaube, wenn man dann da diese stickige, stehende Luft da im. Nee, das mag ich auch nicht. Also, ich brauch schon ein bisschen Wind. Ein bisschen Luft. Nicht so stehen. Das ist auch nicht so meins. So warm. Und sind sie jetzt schon dran, die Getreidefelder zu ernten? Echt? Die sind bei uns teilweise schon runter. Was? Wo das denn? Nein. Ich hab noch keinen Mähdrescher gesehen dieses Jahr. Krass. Also ich finde, Gerste sieht mittlerweile tatsächlich auch hier im Norden schon sehr, sehr früh aus. Also normalerweise ist hier, also jetzt Ende Juni, siehst du noch keine Drescher auf den Feldern. Wir hängen ja sowieso in der Vegetation hinter euch, eigentlich komplett hinter ganz Deutschland. Aber es ist natürlich klar. Ich sag mal, wir haben hier die Nordsee, die Ostsee, es sind totale Klimaanlagen rundherum. Im Winter ist es milder, ne? Im Sommer ist es dafür Hüller. Auch milder, also in beide Richtungen sozusagen mildert das ja ab. Ich habe am Mittwoch habe ich schon die ersten Mähdrescher bei uns gesehen. Na cool. Ich denke mal, bei uns wird es in 14 Tagen, so wie das aussieht, auch losgehen. Ja, ich denke auch. Also das Gerste sieht echt schon heftig aus, aber ich glaube, die Ernte ist nicht so gut, weil ich glaube, die Ähren sind ziemlich kurz, so wie das aussah, dass eher erstmal vorbeigefahren sind oder vorbeigeladen sind. Nicht besonders weit ausgebildet sind da die Ähren und dementsprechend. Aber wahrscheinlich war das Wetter halt auch einfach nicht so gut. Es war einfach viel zu viel Regen. Bei uns zu wenig. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht mehr, wie Regen geschrieben wird. Geschweige denn, wie er aussieht. In den Teilen Deutschlands viel zu trocken. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, ob es jetzt Regen gab oder Gegend gibt in einigen Regionen, aber Trinkwassermangel so ungefähr, dass man seinen Garten nicht mehr wässern darf. Das ist ja auch richtig fies. Ne? Da musst du deinen Garten komplett vertrocknen, beim Vertrocknen zusehen im Zweifel, weil du Leitungswasser nicht nutzen darfst, um deinen Rasen zu sprengen. Aber ich finde das aber ein auch. Ein Stück weit muss man sagen, ganz genau, es ist nur mal ein Lebensmittel. In anderen Ländern wären sie froh, wenn sie überhaupt Wasser hätten und wir hauen das einfach mal so raus. Da muss man tatsächlich sagen, muss man sich irgendwie behelfen, zum Beispiel mit Wassertanks, dass man Regenwasser in den schlechten Zeiten selber speichert. Sammelt. Genau. Das dann eben in den Zeiten, wo man es jetzt braucht, dann wässert. Weit wie möglich. Das heißt, alle Hausbesitzer müssen sich eigentlich so Zisternen unter den Garten legen. Um das Regenwasser zu sammeln. Am besten, ja. Ja, theoretisch natürlich am besten. Aber ist das auch nicht so eine unendliche Geschichte, dass dieses Wasser wiederum fehlt, dann für das Grundwasser nachher? Ja gut, ja. Du gibst es ja irgendwann wieder ab. Ja, aber verspätet. Ja, aber ist doch gut. Ja klar, aber das wird ja auch nicht regnet, sag ich mal gibt's, kommt ja auch kein Grundwasser. Ja, aber das verdunstet ja dann wieder, wenn man das wieder an heißen Tagen dann wieder. Nee, ich meine ja eher auch nur so das Regenwasser, was aufgefangen wird von den Dächern, von den betonierten Sachen, dass diese Abläufe dann Richtung Zisterne gehen. Nicht das, was auf dem Rasen aufkommt. Nee, das ist versickert ja auch ganz normal, das ist klar. Du kannst ja nicht die ganze Fläche auffangen, aber dann die normalen Dächer, die man hat. Dann müsste man sagen, eigentlich darfst du kein Dach haben, ne? Irgendwie musst du alle oder darfst keine Regenrinne haben und darfst es nicht ins Entwässern, sondern. Bezahlt man ja auch so eine Niederschlagswassergebühr. Ja, bezahlen wir ja sogar noch Geld. Dachfläche, ne? Ja, genau. Also ja, versiegelte Fläche eigentlich. Versiegelte Fläche ist das. Dachfläche bezahlst du anders, wie wenn du jetzt gepflasterte Fläche hast. Bei uns nicht. Bei uns ist versiegelte Fläche allgemein. Egal, ob das jetzt gepflastert oder ein Haus oder
Die Dachfläche ist bei uns anders und versiegelte Fläche, also gepflastert, auch nochmal anders. Ja, aber es kann sein, dass es nicht, es kann sein. Also wir haben auch deswegen teilweise einen ganzen Teil Ökopflasterstein auf unserer Auffahrt, weil wir eine ziemlich lange Auffahrt gepflastert. Und da haben wir die Hälfte Ökosteine genommen, weil die einen anderen Sickerungswert haben als normale Pflastersteine, weil ich sag mal, sonst hätten wir irgendwann zu viel Quadratmeter vom Grundstück mit Haus, Carport und so. Genau. Was ist ein Ökopflasterstein? Das ist einfach Ökosteine, das ist eigentlich auch ein Pflasterstein, der hat aber von sich aus an den Seiten Abstandshalter, größere Abstandshalter, dass du die gar nicht so nah aneinander legen kannst und es einfach dadurch weniger versiegelt ist, ne? Weil es besser denn sickert durch die Fugen. Kann man so sagen. Ja, die Fugen sind halt einfach viel dicker. Genau, ja. Natürlich mehr Split rein. Du hast jetzt auch mehr Unkrautspaß an den Stellen, logischerweise. Ja, richtig viel Unkraut. So, Speedy, da sind grüne Streifen üblich. Das sind Dekostreifen. Die hören aber gleich auf. Grüne Bremsstreifen. Haben wir heute zusammen in der Folge? Da machen sie auch bei uns Unterschiede, weil ich habe Granitpflaster alles. Da bezahlst du auch weniger, als wenn du Betonpflaster hättest. Okay. Was ja viel enger zusammen ist dann. Ja, Granitpflaster ist ein bisschen lebhafter oder was. Oder halt also von sich aus. Das zählt als Natursteinpflaster dann. Und da ist ja eine größere Fuge. Sieht ja den Edel aus wahrscheinlich. Egal. Aus. Ja, man hört, läuft bei Holger. Klimaanlage, was? Granit. Ja. Irgendwas machen wir falsch. Nö, glaub ich gar nicht. Alles nur geerbt. Nix selbst erarbeitet. Schön Hartz IV. Schön, Holger. Muss schon arbeiten gehen. Ja, ist ja auch. Also Hartz IV wird ja von wird auch gar nicht gehen. Wird's ja auch wieder angerechnet kriegen. Also, ja. Es ist ja ein altes Bauernhaus, was ich habe. Also früher, mein Vater war ja noch selbstständig oder Einzelbauer, wie das damals hieß bei uns. Also hat er noch ein bisschen Landwirtschaft gehabt, sozusagen. Ja, na, ich man musste als, also vor 30 Jahren musste ich da auch schon noch mitarbeiten, ja. Okay. Aber jetzt haben wir nichts mehr. Oder ich habe nichts mehr, mein Vater lebt ja nicht mehr. Naja, und du hast alles auch keine Flächen oder wie? Nee, ich habe jetzt nur noch die PS oder die Pferdestärken, die im Stall stehen, die wollen nur noch Sprit. Der Flächen, klar. Das ist aber auch alte Technik. Flächen hast du behalten und verpachtet oder wie? Oder verpachtet, ja. Ja, macht ja Sinn. Ertragspacht oder pauschal oder was habt ihr da? Ja, ist unterschiedlich. Einmal verpachte ich an Winzer, kriegst du natürlich ein bisschen mehr und das andere geht an Agrargemeinschaft. Mhm. Und das ist aber pro Hektar, aber steigt sozusagen. Also der Preis die Pacht wird schon angeglichen. Wir haben auch eine ganze Menge Land in der Familie hier in Norddeutschland. Meine Oma hat da so Uraltpachtverträge, die haut das eigentlich so raus, das Land, aber denken sie, oh, das passt schon, ja, der Bauer hat das schon immer. Aber das ist nicht gut. Die alten Pachtverträge. Viel zu günstig. Viel zu günstig. Also heute, die Preise sind ja auch extrem gestiegen, was Hektar, ne? Was Hektar Land angeht. Das ist eine Goldgrube ist jetzt übertrieben, aber es ist natürlich schon ein mega cooles Einkommen, was man damit erzielt, wenn man das Land hat und verpachten kann, ne? Und das auch ein paar Hektar sind. Ja, klar. Mega. Und bei uns natürlich das Glück, dass auf den Feldern von meiner Oma sozusagen eine Windmühle mit drauf ist. Kraftanlage sozusagen und ja, da kriegst du einfach bringt ja am meisten, ne? Hammer viel Pacht, das ist verrückt. Also da muss ich ein Jahr für arbeiten, was die an Pacht kriegt für eine Windmühle. Das, also meine Reportage das wird mir nicht passieren, weil das Land, was ich besitze, ist Landschaftsschutzgebiet. Da kommt keine Windmühle hin. Okay. Ja, kann man gut finden oder auch nicht, in Anführungsstrichen. Ich meine, bei uns ist natürlich, das kommt ja der Familie im Endeffekt irgendwie zugute, keine Ahnung, also von daher ist das schon, passt schon. Durfte auch Anteile zeichnen, also es ist nicht nur so, dass das Land verpachtet ist, sondern man durfte eben auch noch Anteile, jetzt wächst, kommt wieder Wachstum über das Land, ne? Jetzt, ich komme nicht hinterher mit Düngen. Durfte eben auch noch Anteile zeichnen, als dann Eigner, und du kriegst ja, wie gesagt, auch so ein bisschen Stromertrag dann da. Also das ist echt ein Glück gehabt, das richtige Land irgendwann damals vor 40 Jahren gekauft, so ungefähr, hochverschuldet damals. Und wegen, oh, geht man dieses Risiko ein, aber da war mein Opa zu der Zeit wohl so richtig gerade vor und wollte unbedingt klar Land kaufen und hatte sich auch durchgesetzt und gemacht. Weil kann man dann froh sein, ne? Das ist, wie gesagt, rundherum verpachtet an Landwirte, die das dann beackern. Das ist in der Regel alles ganz normales Getreideland. Alles klassisches Ackerland. In Nordfriesland, guter Boden. Aber wie gesagt, viel zu günstig verpachtet.
Aber gut, das dann so. Und auf der anderen Seite hat auch noch, ich glaube, was sind das denn? Knapp 16 Hektar Land. Auch immerhin. Das ist ja so die typische Größe, was früher so die Einzelbauern hatten. Ja. Genau, das hat er von vom Opa geerbt, von der anderen Seite aus sozusagen. Das ist auch Getreideland. Das war immer cool damals, wie gesagt, das war so, dass wenn man so noch groß geworden ist, auf dem Deich aufgewachsen. Da hörte ich letztens erst, Deichfläche ist auch gar keiner. Wenn ihr auf dem Deich Häuser seht, die sind meistens gar keine. Die Deiche sind nicht Eigentum, ist nur gepachtet, das Land. Echt? Ja, der Gebedamm ist nur gepachtet. Was? Weil das ist sozusagen die zweite Deichlinie hinter der Nordsee. Die kannst du nicht Eigentum. Das ist, ne, wie gesagt, das ist ja eigentlich eine zweite Sicherheitsdeichlinie. Die ist aber heutzutage fast überall mit Häusern voll. Die zweite Deichlinie. Aber das geht doch eigentlich gar nicht. Du kannst doch eigentlich gar nicht mehr ein Haus auf fremdem Grundstück bauen. Ja, das ist ja Pachtland. Das ist ja vom Staat verpachtet. Das ist ein Deich, ne? Muss also, wie gesagt, die Küsten. Hier, wie du hier die Deiche siehst, auf der Marsch oder auf der Met. Ja, ist schon klar. Da sind ja Häuser reingebaut. Meistens immer so zweistöckig, ne? Von wegen, du kannst unten reingehen und du kannst oben reingehen. Je nachdem, wie das denn liegt. Das ist da eben auch so. Und das ist tatsächlich, das ist gepachtet auf 99 Jahre. Wusste ich bis vor kurzem auch noch nicht. War, oder wie nennt sich das? Ja. Ich weiß auch nicht, wie das denn, ob da noch irgendwelche Vorrechte herrschen oder nach dem Motto, ja, okay, mal gucken, was in 99 Jahren ist, wo dann kommt der Staat, jetzt wollen wir das mal wieder nach haben. 99 Jahren geht's ja wieder zurück, oder? Theoretisch, ja. Aber du kannst das Haus ja nicht wieder wegbauen, was machst du denn da? Das ist ja eigentlich das muss ja derjenige dann abreißen, kostenpflichtig. Ja, das muss man auch gucken. Je nachdem, natürlich. Was es da tatsächlich für Verträge denn gibt. Daniel, das falsche Richtung. Ja, so ist das. Wollen wir nochmal hier für 10 Minuten umgestellt sein, oder? Ja, machen. Ja, wollt ihr weiter über Deiche und Ländereien schnacken? Ja, ist was mitzuschnacken? Nö. Wie sieht's aus? Habt ihr Land? Nee, es hat die Oma alles auf den Kopf gehauen. Runter, schön, und in den Stift gegangen. So. Ja, die sollen sich auch gönnen. Na, im Zweifel muss man sich auch gönnen, aber Land heute zu verkaufen, also... Überlegst. Ja, also es ist dann weg, ne? Ich weiß nicht, wie viel ist ein Hektar bei euch wert da? Weinland, Winzerland? Das ist doch auch wahrscheinlich. Ich habe hier unten kein Land. Ja. Ich habe ja auch Lüneburger Heide, hätte ich was gehabt. Aber das hat die Oma auf den Kopf gehauen und hat das ihrem einen Sohn in den Rachen gestopft, sozusagen. Ja, das war sowas passiert ja auch häufig irgendwo, ja. Genau, wenn du für einen Bodenpunkt vollen Preis kriegst und verkaufst einen Hektar, kriegst du nie so viel Zinsen auf der Bank, dass du so viel Geld kriegen würdest, wie du Pacht kriegst. Eigentlich kannst du es nicht verkaufen. Nee, das ist dumm. Also es sei denn, du brauchst es und hast es, du willst es einfach nur noch verscherbeln, hast vielleicht keine Nachkommen, denen du das irgendwann vermachen kannst, dann macht das vielleicht Sinn, ne? Aber ansonsten sollte man es tatsächlich in der Familie behalten. Oder du hast keine Lust, dich darum zu kümmern. Ja, aber so viel brauchst du dich ja nicht kümmern. Wenn du da Brachland anmeldest oder das bei uns als Naturschutz hier von wegen die Gänse oder keine Ahnung, das kannst du auch alles machen. Hier diese Vogel, wir sind ja hier in so einer Vogelflugschneise da. Hier, keine Ahnung, Gänse, Wärme und was es da nicht alles gibt. Tausendfach, die den ganzen Felder leer futtern. Da werden ja extra für Felder ausgewiesen an der Nordsee. Die denn, ja, und die Bauern kriegen eben Entschädigung dafür, ne, dass sie die Felder dann nicht bewirtschaften, sondern den Gänsen zur Verfügung stellen. Ja, auch eine Art Brachland. Finde ich aber auch schön. Ja, oder so eine Wildblumen, wa? Jetzt hier für Bienen und so weiter. Mhm. Ja, haben wir bei uns jetzt Brachland, so. Ja. Aber okay. Gefördert von der EU. Ja, die kriegen ja alle dick Subventionen da. Das finde ich ist auch echt zu viel, oder? Was die Landwirte teilweise an Subventionen kriegen, das ist schon wahr. Ja, die Bauern gehen jetzt überall hin und machen Wildwiesen. Wir gucken eben auf, was ist für die am einfachsten, ne? Wie verliert man das meiste Geld? Ja, klar. Was ist am einfachsten und wie verdienen die am meisten Geld? Weil die Wildblumen und die Wiese, das ist ja nichts tun. Ja, du auch einmal im Jahr musst du die dann zum Schluss abmähen und das war's. Das ist ja schwerst dabei. Ja, klar. Und du hast sogar noch Gras oder Heu, je nachdem, was du da draus machst. Ja, du darfst halt nicht spritzen, du darfst gar nichts machen mit der Wiese. Und musst dann mit dem Ertrag leben, den du schlussendlich über hast. Ja, aber kriegst du subventioniert. Entsprechend dem Ertragsausfall dann. Aber auch mit den Streuobstwiesen ist ja genauso. Was für Wiesen? Streuobst. Streuobst. Freut sich denn da? Da kriegst du ja auch wie große Förderung. Ja. Wenn du jetzt ein Feld hast und nix da, stellst da Bäume hin, alte Apfelsorten zum Beispiel oder Beerensorten, da kriegst du richtig Förderung. Musst du dann einmal im Jahr professionell schneiden,
Kannst du selber machen. Wird aber geprüft, ob du das richtig geschnitten hast oder nicht. Ja. Dann bekommst du dementsprechend dafür Förderung. Du kannst die Bäume, kannst du alles absetzen. Ja. Oh, okay. Kriegst du immer Wein von der verpachteten Fläche hin? Ja, ja. Ja, mal so eine Flasche Wein. Rotwein oder Weißwein? Alles Mögliche. Das Wein heißt, Brand? Die Weihnachtsgeschenke sind immer alle gesichert. Ja, ja. Ich habe ja auch jetzt vor, also zu Pfingsten war ich, wo ich nicht da war, ist ja bei uns hier immer Weinmeile, nennt sich das, also die Weingüter von Bad Kösen ist ein Ort, Rossbach ist ein Ort, da liegen mehrere Weingüter, sind da offen über die zwei Pfingsttage und da habe ich auch einen Tag mitverkauft, dann bei den Winzer mit, also bei meinem Pächter, weil sonst schaffen die das ja gar nicht. Du brauchst ja immens viele Leute, weil da sind ja auch tausende Leute da, ich sag mal, 10.000 reichen da nicht. Ja, das ist cool. Das ist auch cool, wenn man da noch so ein bisschen mitmachen kann, in Anführungsstrichen, oder nicht? Also ich meine, klar ist ein Tag arbeiten, aber das macht doch wahrscheinlich auch ein Stück Spaß dann, oder? Ja, klar. Ich meine, gut, es ist doch ganz schön stressig, wenn du da im Verkaufsstand stehst, das ist nicht ohne. Ja, stimmt. Aber wenn man weiß, dass es in Anführungsstrichen auf dem eigenen Land produziert worden ist, zum Teil zumindest von dem Krams, was da verhüllt wird. Ja, ja. Aber was ich eigentlich jedem mal empfehlen kann, ist, wenn er die Möglichkeit, mal bei einer Weinlese dabei zu sein. Kassenfahrt habe ich schon gemacht, aber da war ich ein bisschen zu jung noch. Mit dem Mist gemacht. Ja, das ist ein, ich sag mal, da bist du irgendwie 15, 16 und bist auf Klassenfahrt in Oberwesel. Weiß nicht. Ach, haben wir rein bei uns? Uiuiui. Ja, genau, Oberwesel da und. Oberwesel, du Esel. Trier ist doch auch da irgendwo grob in der Nähe. Tagesausflug. Ja. Ja, und da in Oberwesel haben wir auf jeden Fall auch in so einem, sind wir irgendwie so runtergelatscht. Wie weit oben, glaube ich, auf so einer, ich weiß Burg war oder irgendwie so ein altes, was auch immer. Es liegt ziemlich hoch und. Rundherum ist aber auch, ist ja auch Weinland irgendwie, ne? Gab's auch Wein. Ja, kommt ja an der Mosel entlang. Ja. Ja, ist schon wieder Wachstum über das Land gezogen hier, ne? Echt, ja? Auch im Echt? Kämpfe gerade gegen an. Gegen die Aktualisierung. Dani, brauchst du irgendwie ein bisschen Land oder so, damit du nicht mehr mit Düngen brauchst? Land? Nö. Bei uns gibt's verkaufen? Noch reife Felder zu kaufen. Geht ja leider nicht. Brauchen wir auch nicht. Und ihr wieder, wollt ihr eure Mittelinseln verkaufen, oder? Dürfen wir ja nicht. Nachdem ihr sie abgeerntet habt, wieder versterben. Darf man doch nicht. Nee, darf man ja nicht. Eher noch schöner. Auf einem Feld sind noch Rüben drauf, wenn ihr noch welche braucht. Ach nee, die haben gereicht, eure Rüben, oder? Habt ihr sie schon ab? Ja, viel zu viel. Ja, klar. Also ja, 190.000 oder so müsste da rausgekommen sein, hä? Kann das sein? Ah, das kommt, glaube ich, hin. Auch jemand Hafer? Ja, weiß er das? Wer hat denn da nachgeguckt? Was? Ja, bei auch uns vorgerechnet. Wieso? Fläche, Bäume wegmachen, Fläche umkuppern, Rüben anpflanzen. Abernten, da weißt du, was runterkommt. Also wir hätten noch ein bisschen Hafer im Angebot. Hafer haben wir alles verkauft. Ja, wir bräuchten theoretisch noch ein ganz bisschen, ne? Aber ich glaube, das haben wir auch angepflanzt auf dem Feld, so ungefähr. Also 50.000 haben wir noch im Lager liegen. Didi? Ja, hier, schwer bei der Arbeit. Du bist so still. Ja, ich wollte nicht dazwischen reden. Benehme ich heute mal ein bisschen. Oh, wirklich. Ja, also was von daher, ich glaube, jetzt lohnt es auch nicht mehr, sich aufzuteilen für heute. Nee, für die Minute nicht mehr. Komische Folge heute. Ja, ja. Irgendwas schief gelaufen. Wieso habt ihr nicht geschafft oder was? Ich hoffe, ich weiß es nicht. Ich hab sie ja, ne? Also ich glaube, ich habe schlechtes Gefühl. Für die also Folge? Ja, ich glaube, die haben schon gearbeitet die ganze Zeit. Ich weiß ja, also Hans ist irgendwie, ne, ist Kartoffelman. Ich glaube, Shelly ist immer noch mit der Beinpresse eben unterwegs. Nee, wir sind hier am Kaffee trinken. Du stehst beim Shop und guckst dir die neuen Fahrzeuge an. Ja. Und repariert gerade Fahrzeuge.
Aber ich würde sagen, wir machen am Freitag weiter. Ne? Was mit Kaffee trinken? Genau. Pünktlich um 10 Uhr. Und dann soll es das für heute gewesen sein. Habt es gut, habt noch einen schönen Tag. Und tschüss. Ja. Tschüss. Ciao.